Da hat schon der Erste reingeschrieben, Justins Rolls Royce schauen wir uns natürlich an. Ich bin mega gespannt, was er sich da geholt hat. Also, dass ein Rolls Royce ist, ist schon schwierig, der Name, gell? Aber ja, auf Mahan angelehnt. habe ich natürlich Bock drauf, mir das Video mit euch reinzuziehen. Ich habe mir mein Traumauto gekauft. Here we go. Peace, Leute, und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ihr seht schon, ganz ungewohnte Umgebung, mich mal hinten im Auto sitzen zu sehen. Ich muss nicht... Okay, was ist das für eine wilde Jacke? In einem Pastellton. Muck ist auf jeden Fall zu laut. Großartig spannend machen. Ihr seht es schon im Titel. Ich habe mir mein Traumauto gekauft. Es ist wirklich komplett unfassbar. Ich bin so aufgeregt wie noch nie. Meine Hände schwitzen und ich weiß nicht. Der fährt vermutlich mit Jonah Plank. Der hat wahrscheinlich wieder dieses Video gedreht. Und Jonah hat ja einen Tesla. Und da sitzt er wahrscheinlich gerade drin. Ja, wie ich da gleich drauf reagieren werde. Ja, die schlauen uns. Ja, beim McLaren war er ja gar nicht mal so hyped. Da war er sehr gechillt, ehrlich gesagt. Ah, Ambush. Von Ambush ist die Jacke. Ah, kann man hier sehen. Euch haben gesehen, vielleicht auf mobile.de, ich habe meinen McLaren abgegeben, weil... Was? Nein, okay. Ah, er hat den McLaren verkauft, beziehungsweise abgegeben oder eingetauscht, wie auch immer. Hat den quasi eingetauscht, beziehungsweise den mal verkauft und die Differenz auf dem Preis von dem Auto dann nochmal drauf bezahlt. Okay, macht Sinn. Man kann ihn im Winter nicht fahren und das ist wirklich ein unfassbar geiles Auto gewesen. Wenn ich irgendwann mal wieder einen Sportwagen hole, wird es bestimmt wieder einer sein. Aber wir sind jetzt hier gerade, kannst du gerne mal zeigen, bei Procar. Ihr seht schon das fette BMW-Logo. Und für was ich mich jetzt hier entschieden habe, werdet ihr gleich sehen. Leute, es war ein unfassbar krasses Jahr. Ich wünsche mir, dass ihr vielleicht am Ende des Videos noch mein paar Worten lauscht. Aber jetzt geht's erstmal zum Auto. Ich zeige. Da hinten sieht man schon das Emblem von Rolls-Royce. Das, was ich mir hier geholt habe. Ich schwör, schwieriges Wort für mich. Ich sage aber jetzt nur mehr Rolls-Royce. Wie ein richtiger Österreicher. Und ich bin wirklich unfassbar aufgeregt. Also stellt euch vor, wie aufgeregt. Also, was wird der gekostet haben? 250.000? 200.000? Kann man schon vorstellen. Und der McLaren, was wird der gekostet haben? I don't know. 150.000? Also wieder, ich weiß nicht. Ich habe die Preise nicht im Kopf. Wirklich 300 bis 400k, glaubst du ehrlich? Bei der McLaren-Abholung war jetzt mal 30. Das ist wirklich okay, crazy. Okay. Ja. Ich habe natürlich Jonah wieder am Start, der das Ganze hier filmt mit Technik-like. Das ist ja der Kanal. Und wenn die beiden vorbeikommen, dann wisst ihr, es werden schwere Geschütze aufgefahren hier. Und natürlich mein Bro Mo, der mich ja auch emotional nochmal begleitet. Und dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns, wenn wir reingehen. Krass. Okay, jetzt geht's rein zu seinem Auto. Mr. Justin Fuchs. Hey, Leute, der krass. Ist halt wirklich ein krasses Auto. Wirklich ein krasses Auto. Moment der Wahrheit. Ich bin bereit, ja. Wunderbar. Also, ich bin der Friedrich, hi. Wir sind hier bei Rolls-Royce in Köln. Und, okay, er sagt selber Rolls-Royce. Passt, dann habe ich alles richtig gemacht. Wie man vielleicht schon erkannt hat, im Hintergrund haben wir hier Justins neues Auto. Einen Rolls-Royce Raid. Ja. Speziell nach deinen Wünschen. Ja. Gemacht, wie du es hast. Aha, okay, das heißt selbst konfiguriert oder wie? Wolltest. Vielen Dank. Ich hoffe und denke auch, dass wir alles getroffen haben, wie du es haben möchtest. Ich bin sehr gespannt, ich habe keinen... Du kannst ja alles aussuchen, wenn du dieses Auto kaufst. Den Lack. Du kannst wirklich nicht nur unterschiedliche Lacksorten aussuchen, sondern du kannst sagen, ich will diesen oder diesen Pantonwert haben. Die machen jeden Farbton. Das ist mega krass. Bild vorher bekommen, kein Video gesehen und so. Also das ist jetzt wirklich auch meine erste Reaktion da drauf. Ich bin super aufgeregt. Wir auch, was du dazu okay, sagst. Dann, let's go. Okay, krass. Extra zwei hübsche Mädels, die das auspacken. Die machen das schon scheinbar zum ersten Mal. Alter, das sieht krass aus. Und das Ding fährt halt auch aus, wenn er das Auto startet. Seht ihr das? Krass. Wild. Oh, der Sternenhimmel, wie krank ist das? Krank. Aber einparken ist halt schwierig. Das ist ein Schlachtschiff, Leute. Das Einparken in Wien, pff. Krasses Ding. Auch mit diesen Lights zu Weihnachtszeiten.
Gut gemacht. Wildes Ding. Beast. Ich frage mich, wie sich das fährt. Hässliches Ding, okay, Chat feiert es nicht. Ja, gibt viele, die feiern das nicht so, aber ich finde es schon sehr elegant und ziemlich krass. Auch die Türen, die so aufgehen. Da soll es normalerweise noch so einen Regenschirm geben, oder der ist wahrscheinlich bei der Fahrertür, aber einen Rolls-Royce-Regenschirm, der steckt in der Türe drin. Wild. Alter Schwede, sieht das krank aus. Unfassbar. Alter, hast du das gesehen? Uff, der ist lang. Das ist wirklich 10 von 10 geworden. So krass. Auch dieses ganz helle Grau, das sieht so, wenn man es nicht weiß. Aha, okay, das ist ein ganz helles Grau. Sehr schön. Wenn man keinen Vergleich hat, könnte man denken, es ist weiß, aber es ist so ein ganz helles Grau. Das ist, ja, es sieht auch auf Bildern und auf Videos noch ziemlich hell aus. Ne? Alter. Aber wenn man jetzt live davor steht, dann erkennt man schon klar, dass das grau ist. Krass. Gerade auch mit den schwarzen Akzenten, die wir hier überall gemacht haben. Und den Felgen passt natürlich auch sehr gut, ja. Diese Bicolor-Felge. Ja, also normalerweise sind die Klinken ja silber. Ich habe die jetzt auch noch schwarz lackieren lassen, damit man so einen kompletten Look. Aber nimmt der den komplett neu? Ist das ein kompletter Neuwagen oder ist das ein Vorführer oder ist der gebraucht? Das gefällt mir richtig gut. So krank. Das ist unfassbar. Alter, das ist jetzt, ich check das nicht, das ist einfach meiner jetzt. Einfach das Nummernschild, was ich noch so vor, als ich 18 geworden bin, frisch auf meinem Fiesta hatte. Ah, okay, krank. Er hat sich schon damals ein Wunschkennzeichen genommen. Dass ich das jetzt auf so einem Auto singe, das ist wirklich, bro, ich check das gar nicht. Das ist echt surreal. Das ist komplett surreal. Allein die Türe so rum aufzumachen, das ist wirklich unfassbar. Ich bin wirklich sprachlos. Oh mein Gott, der Sternenhimmel kann halt echt alles. Das ist halt wirklich ein krasses Ding. Ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Das ist unfassbar. Ja, machen wir das Auto an, oder? Ist die Klappenanlage schon auf? Ja, die sollte jetzt auf sein. Okay, dann Soundtest. Alter, was? Aber das klingt wie ein Sportwagen. Biest, okay. Das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich auch wirklich nicht gedacht. Aber Schiebedach ist besser als Sternenhimmel. Ja, Schiebedach ist halt schon nice. Das stimmt schon. Wirklich, das fühlt sich wirklich anders. Am nicesten wäre, wenn du Schiebedach hättest. Und dann kannst du ja vor dem Schiebedach nochmal so ein Ding drüber machen. Zumindest bei mir im BMW. Jetzt kommen wir direkt pur vor, wenn ich sage, ich fahre einen BMW. Na, Joke, Leute. Und wenn da in diesen Dings dann noch die Sterne drinnen wären, das wäre natürlich doppelt gemoppelt nice. Also wie in einem Traum. Ich konnte heute auch die ganze Nacht nicht schlafen, weil ich so aufgeregt war. Ich bin die ganze Zeit aufgewacht, wie als Kind vor einem Urlaub oder so. Eins der krassesten Features überhaupt im Auto. Da sind die beiden Türknöpfe hier vorne. Bist du ready? Du musst da weggehen kurz. Ja, ich geh. Kann man die Tür auch händisch zumachen? Tür kann ich, weil wenn man jetzt so ist, das ist schon wirklich sehr schwer daran. Die Felgen sind ganz geisteskrank, ja, wirklich jetzt. Die stehen im Auto auch so gut. Ja, aber nur den, wirklich jetzt. Wahnsinn. Ey, und Dings, wenn die Reifen sind. Aber, ja genau, das dreht sich ja nicht mit. Dreht sich das hier nicht, ne? Vorraum ist ganz natürlich auch hier drüber gedrückt. Hier siehst du jetzt noch die Original. Okay, der hat wahrscheinlich nicht so viel Platz, denke ich mir. Aber das ist jetzt kein großer Kontrast auch. Ja, das ist schon. Krass. Ey, allein das da drin ist. Interieur ist halt ein bisschen zurückgeblieben von dem Infotainment-System. Okay, kein Plan. Also das scheint sie ja größere Profis zu sein als ich. Wie so ein Teppich, Bro. Also so, hier so kannst du drin nicht schlafen. Sich manche Autos im Innenraum. Ja. Hat der noch einen Reservereifen da unten drin, oder was? Gemütlich als sonst Autos im Innenraum. Ja, Leute, ich nehme an, das war ein geisteskrankes Video. Wir haben zwar immer noch denselben Tag, also ich habe das Ergebnis noch nicht gesehen, aber ich kann mir vorstellen, also ich verlasse mich immer auf Jonah und sein Team. Das wird wahrscheinlich komplett geisteskrank. Allein, wenn ich mir hier reinziehe, wie das hier alles gerade rüberkommt, das ist so surreal, Leute. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also ich sitze jetzt hier einfach. Kann man so ein Auto überhaupt für irgendwas brauchen? Ja. Rallye Dakar zum Beispiel.
da ist man relativ gut aufgestellt mit einem Rolls-Royce. Eine fucking Rolls-Royce Wraith. Das ist mein Traumauto seit so vielen Jahren, Leute. Und ihr wisst gar nicht... Mein Traumauto bleibt weiterhin der Porsche 911, Leute. Ganz klar. Also, finde ich schön, wenn es so auf der Straße fährt, aber ich für mich selber finde es zu übertrieben. Selbst wenn ich Millionen, Abermillionen im Monat verdienen würde, ja, okay, dann würde ich vielleicht schon. Aber wenn ich eine Mille im Monat verdiene oder so, würde ich mir nichts Krasseres holen als den Porsche 911. Denke ich. Also da hört es bei mir dann auf. Mehr will ich, brauche ich für mich auch gar nicht. Selbst ein Porsche. Ich könnte mir... egal. Wie geisteskrank ich das schätze, das hier jetzt gerade machen zu dürfen, erleben zu dürfen. Es fühlt sich immer an, als wäre es hier gerade ein Traum und ich wache gleich auf und dann bin ich immer noch in meinem Fiesta. Also bei der Innenausstattung ist ja nicht wirklich am neuesten Stand, also was Technik und so betrifft. Ich glaube auch, den kaufst du dir nicht unbedingt für technische Features. Sau oder CLA oder so. Keine Ahnung, wann habe ich angefangen? Mit 9 oder so, hat mir meine Mom das erste Mal so eine 3-Fragezeichen-Kassette gekauft, die drei Detektive da fahren ja auch in einem Rolls-Royce rum, beziehungsweise werden chauffiert. Und seit ich 9 bin sozusagen, bekommt man so ab und an so ins Gedächtnis gerufen, ey, Rolls-Royce ist das krasseste Auto, es ist der krasseste Luxus, das krasseste, was man fahren kann. Keiner in Deutschland hat einen Wraith, oder? Ich weiß nicht. Und warum ausgerechnet ich? Ich check's immer noch nicht und bin so unfassbar froh. Und das ist wirklich nicht selbstverständlich, dass ich einfach meinen Traum leben darf, nachdem ich mir wirklich so unsicher war damals, ey, höre ich jetzt wirklich nach der 12. auf oder mache ich doch noch Abi-Final fertig? Soll ich wirklich zur Bank gehen? Dann habe ich Zeit... Abi fertig machen, Matura fertig machen, ganz, ganz wichtig, Freunde. Ich habe auch überlegt, ja die Ausbildung abzubrechen, weil schon alles so super lief. Und ich habe es dann ja doch durchgezogen, einfach weil... Beste Idee, sehr gut, Vorbildwirkung. Sagt man. Ja, sonst verschwendete Zeit war und ich auch wirklich dachte, dass ich bei der Bank bleiben werde. Dann hat sich dank euch natürlich alles so krank entwickelt und die Sachen, die ich released habe, kamen immer besser an und es wollten immer mehr Leute meine Sachen haben, dass ich jetzt einfach dieses Leben leben darf, was ich jetzt gerade lebe. Es ist wirklich krank. Ich hoffe, das sieht nicht komisch aus. Vor mir ist eine rote Ampel und so. Deswegen... Ich bin einfach etwas errötet, Leute. Ich hoffe einfach, ihr merkt, dass das für mich nicht selbstverständlich ist. Und ich hoffe einfach, dass das irgendwie keiner in den falschen Hals bekommt und so, weil ich eigentlich immer jemand war, der jedem alles gegönnt hat, was er sich gewünscht hat. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Justin PR-technisch beraten wurde oder er sich selbst überlegt hat, es wäre vielleicht intelligenter, sich zukünftig nahbarer zu geben. Und so Dinge zu machen wie Fans besuchen und denen das Paket selbst überliefern, Statements zu machen, ein bisschen in sich hineinsehen zu lassen, wie er mit der ganzen Sache umgeht, was er so empfindet, weil doch immer wieder Kritik laut wird, dass es so abgehoben ist und so weiter. Und ich glaube, deswegen gibt es jetzt diese Moves. Deswegen lässt er das jetzt, glaube ich, aktuell mehr zu, um sympathischer zu wirken. Kann ich mir gut vorstellen. Natürlich läuft nicht immer alles glatt so. Einige Leute haben bestimmt gehofft, dass zum Beispiel die Black Friday... Heuer kommt der Porsche, der beste Auto. Leute, was den Porsche angeht, das Ding ist... Ich will das eigentlich nicht so sagen, aber egal, ich sag's. Ich könnte mir schon einen Porsche leisten. Aber so Dinge wie ein neuer Porsche und so weiter, das sind für mich Dinge, die mittlerweile... Ja, Priorität ist mir nicht so wichtig. Ich liebe mein Auto. Jedes Mal, wenn ich mein Auto sehe, und freue ich mich drüber. Und wenn ich mit meinem Auto fahre und ich sehe auf der Straße einen BMW, einen 4er BMW, schaue ich, oh, und dann denke ich mal, Bro, du fährst das gleiche Auto. Also ich liebe mein Auto und der Porsche ist so ein Luxusding, so für mich so ein absolutes Luxusding, wo ich jetzt nicht hergehen würde und sagen würde, diesen fixen Betrag von meinem monatlichen Einkommen, den haue ich jetzt jedes Monat raus, einfach nur für einen Porsche, den ich dann ab und an fahre. Es würde sich, ich will nicht sagen, wie leicht ausgehen, weil ich will auch nicht... zu viel reden über Dinge, wie viel ich verdiene und so weiter, aber
ein die Kosten für einen Porsche monatlich, die müssen mir so egal sein, als das müsste ich an zwei Tagen verdienen. So, circa. Wisst ihr, was ich meine? Ich will nur einen gewissen Anteil von meiner Kohle für solche Dinge ausgeben. Und den Rest möchte ich gerne sinnvoll verwenden. Ihr wisst, ich bin auch mit Investitionen immer wieder tätig und mache mir Gedanken, wie ich mein Geld verwalte. Und ich möchte einfach nicht zu verschwenderisch sein. Und ein Porsche ist mir einfach nicht so wichtig. Wenn's passt, wenn es mir egal ist, dann nehme ich halt das Ding, aber ich darf das nicht spüren. Ich darf die Kosten von Porsche nicht spüren. Wisst ihr, was ich meine? Und ihr müsst schon bedenken, dass man in Österreich pro PS quasi 1 Euro Steuer bezahlt. Ein Porsche hat 500-600 PS, das heißt, du zahlst auch dann im Monat zwischen 500 und 800 Euro, wenn auch mal die Vollkaskoversicherung oben drauf kommt. Also das möchte ich euch nur mitgeben. Und deswegen, mal schauen, was 2021 bringt. Aber das Geld muss mir, das darf ich gar nicht spüren, was dieser Porsche kosten darf. Wisst ihr, was ich meine? Außerdem habe ich auch vor, in eine neue Wohnung zu ziehen. Und selbst da, die Wohnung wird 50% teurer sein als diese Wohnung. Sollte ich wirklich die nehmen, die mir gut gefallen hat. Die wird 50% teurer sein. Und selbst da bin ich schon am Überlegen, obwohl ich weiß, das fällt mir kaum auf, die paar Euro, die das mehr kostet. Aber trotzdem bin ich in meinem Kopf so, ist das notwendig? Brauchst du das wirklich? Ist das intelligent, so viel Geld auszugeben? Auch wenn es im Verhältnis zu dem, was ich verdiene, nicht so viel Geld ist. Aber ich bin da schon sehr eher vorsichtig und intelligenter, Leute. Also meiner Meinung nach ist es intelligenter, jetzt nicht zu viel Geld in Luxus rauszuballern. Und ja, das sagt der keine Ahnung, jedes Monat keine Ahnung, wie viel für Klamotten ausgibt, aber das ist irgendwo mein Job und teilweise gebe ich die Sachen auch wieder her. Ich möchte einfach mein Geld nicht sinnlos rauspulvern und über meinem Standard leben und dann im Endeffekt so dasitzen, wie viele andere YouTuber die Scheiße gebaut haben. Nicht, weil ich von denen gelernt habe, sondern weil ich einfach weil so einfach mein Mindset ist, wenn es darum geht, wie man mit Geld umgeht. I don't know. Sachen jetzt vor. Bro, hast gesehen, dass Gianni sich einen Porsche geholt hat? Habe ich mitbekommen, ja. Also Gianni, falls ihn jemand kennt, der hat sich einen Porsche 900 irgendwas oder Carrera irgendwas geholt. Soll er machen. Ist ein gutes Beispiel in diesem Moment. Ich würde es nicht. Aber soll er machen. Ich kenne seine Finanzen nicht. Vor Weihnachten ankommen. Natürlich, es war eine Pre-Order. Bis Ende Januar war angekündigt, die Jungs im Lager arbeiten 24/7 und bekommen das auch wirklich sehr, sehr gut hin, zeitplanmäßig. Ich hoffe einfach, mir nimmt das hier keiner übel. Und ja, wie gesagt, ich habe den McLaren abgegeben. Ich habe den zu einem sehr nicen Preis wieder verkauft. Und auch das einfach, dass ich mit 22 so nicht, ich wollte gerade aufzählen, so, ich konnte mir in diesem Jahr eine Wohnung kaufen für mein, das ist sozusagen wie meine Rente. Das ist schon krass, das ist schon krass. Natürlich reicht das nicht oder wer weiß, keine Ahnung. Aber ich habe die Wohnung gekauft, ich habe mir dieses Auto gekauft. So und gut gemacht. Das gibt mir innerlich so eine geisteskranke Ruhe, dass ich keine Kosten mehr sozusagen habe. Natürlich gibt es hier und da mal wieder, wenn man sich irgendwas holt oder so. Aber so fix. Man zahlt natürlich ein bisschen Hausgeld für die Wohnung. Aber das, ich muss keine Miete für mich jetzt zahlen. Ich muss keine Autorate abbezahlen. Es ist meins. Und das ist für mich... Ja, das ist natürlich schon entspannt dann. Für mich das Wert. Aber gleichzeitig kann er das dann auch nicht abschreiben. Somit fehlen ihm die Fixkosten, die er von seinen Ausgaben für sein Unternehmen abschreiben kann. Und das... Ja, gewinnmäßig ist das natürlich so, nicht so eine gute Geschichte. Also ich habe gerne Fixkosten, ich habe auch gerne hohe Fixkosten, weil ich meinen Gewinn durch diese Fixkosten minimieren kann und somit weniger Steuern zahlen muss. Das muss man halt auch bedenken. Klar ist es nice, wenn man sich jetzt eine Wohnung kauft, man wohnt drin, einem gehört die und man weiß, da kommt monatlich keine Miete, die zu bezahlen ist, weil wenn irgendwas kacke rennt, dann wird es mir nie passieren, dass ich meine Miete nicht bezahlen kann. Was man aber auch bedenken muss, ist, die Fixkosten, die ich im Monat habe, die stelle ich halt immer in Berechnung zu den Dingen, die ich verdiene, minimiere meinen Gewinn dadurch und zahle dann im Endeffekt weniger Steuern. Deswegen gebe ich auch gerne Geld aus für solche Dinge. Das ist wertvoller, als überhaupt dieses Auto zu fahren. Warum machst du keinen Kredit? Ich würde mir keine Wohnung kaufen, um selbst darin zu wohnen. Ich würde immer nur Wohnungen kaufen, um die zu vermieten. Einfach diese Ruhe, die in mir ist. Und das habe ich wirklich, das ist das Wertvollste, was ich überhaupt habe, diese Ruhe. Und dass ich meiner Familie unter die Arme greifen konnte, die immer hinter mir stand und mich in allem unterstützt hat. Das ist wirklich... Das ist natürlich ein Mega-Gefühl.
Kann ich bestätigen. Beste Gefühl auf der Welt und dafür wollte ich mich bedanken. Es zählt nicht rein, dieses Materielle, was man sich, wo man sich jetzt mal einen Traum erfüllt, sondern... Ich würde halt anders, für die Marke ist safe gut, wenn er sich solche Dinge kauft. Ich weiß noch nicht, ob ich das machen würde. Ich glaube, ich würde mir eher Wohnungen kaufen. Das wäre so, das ist mein Zugang. Wenn ich ganz viel Geld habe, dann gebe ich nicht übertrieben Geld aus für so Luxusgegenstände, sondern versuche halt meinen Status zu halten und nicht zu übertreiben und gebe halt mehr dann das Geld aus für Luxus, für Investitionen. Also wirklich das, die Emotionen, die einen da verbinden. Ich denke, das ist... Aber das ist keine Kritik und das heißt auch nicht, dass ich der Meinung bin, dass Justin nicht mit Geld umgehen kann, sondern das ist seine Art und Weise und das ist auch vollkommen legitim. Bekommt doch schon mit, wie unfassbar das hier alles für mich ist. Deswegen, dafür wollte ich mich einfach... Kauf doch eine Wohnung, vermiete die an dich selbst. Ach. Bedanken. Ich bin kein Mann von vielen Worten oder emotionalen Worten oder so, aber das wollte ich einfach gesagt haben. Jetzt am 1. Januar 2021, während der Pandemie, dass es mir so gut gehen darf, das weiß ich wirklich sehr, sehr zu schätzen. Vielen, vielen Dank, Leute. Danke fürs Zusehen. Es bedeutet mir echt viel. Dankeschön, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Es war mir sehr, sehr wichtig, diese Worte noch zu sagen, damit das nicht einfach so kommt. Yo, Leute, ich hole mir einen Wraith. Das war's. Sondern das hier noch zu sagen, das bedeutet mir viel. Noch danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Das war echt krass. Danke an jeden, der mich unterstützt hat, egal wie lange. Ob das noch damals die Gaming-Zeiten waren. Wenn man mal überlegt, ich habe früher mit Designs angefangen, bin zu Gaming, zu Minecraft, zu Call of Duty gegangen, dann Modevideos gemacht. Allein dieser ganze Gegenwind, den man hatte und dass das jetzt irgendwie alles doch so gefruchtet hat, das freut mich so krass. Macht's gut, Leute. Verdient. Passt auf euch auf, bleibt alle gesund und ich wünsche euch wirklich nur das Beste für 2021. Haut rein. Dankeschön. Gut gemacht. Sehr, sehr cooles Video. Hat mir gut gefallen, hat mich sehr gut unterhalten. Hat sich ausgezahlt, so lange abzuwarten, liebe Leute.